My name is Stefan Mücke. I'm working in the passenger car development and my job is it to evaluate driver assistance systems. Soll ich dir noch ein bisschen was über das Auto erklären, Daphne? Mhm. Was willst du denn wissen? Wozu die Lichter da sind. Die Lichter? Das ist ein Auto, das kann von alleine fahren und deswegen hat es das Licht hier vorne drin und da oben und damit sagt es dir, ich kann alleine fahren. Guck, da oben, das blinzelt uns zu. Aha. Und jetzt können wir über die Straße gehen. Warum blinzelt das? Damit du weißt, dass das Auto dich gesehen hat und du über die Straße gehen kannst. Ah. Imagine there's a pedestrian who wants to cross the road, steps in between the gap between those parked vehicles, and our vehicle would detect this traffic coming. So it would issue a warning to both of these participants. Watch out. Das Auto kann mit dir reden. Ja, watch out heißt aufpassen. Heißt das aufpassen? Habe ich im Englischunterricht gelernt. Oh, das ist ja klasse. The front grille and the rear window, they kind of work as a very simple way of car-to-car communication. So the vehicle shares its knowledge to the direct surroundings by simple messages, by icons, which are kind of intuitively understandable. Habt ihr noch andere Lichter eingebaut? Ja, kann ich dir zeigen. Komm, wir gehen mal hinter das Auto. Oh, was ist das? Ganz kalt, ganz glatt. Genau, super. Siehst du, du verstehst es sofort. I think safety, especially with automated vehicles, becomes a very important issue. And we are talking about trust in automated vehicles, which we try to create that trust. Wir haben hier vorne nämlich auch noch welche. Hä? Wo sind die? Da ist eins. Oh, was könnte das sein? Gehen auseinander. Und für wen? Für einen Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehrauto. In the next 10 years we will see a mixture of completely different vehicles. Some are still driven by drivers, some are automated. There will still be pedestrians, bicyclists, someone to take care of. And they all will have to work together. Ich will Auto fahren. Hey Mercedes, fahr mich zum Ben. Ich bin bereit. So we came up with a lot of new ideas. Some may come in near future and the other ones are a bit further away. There's lots of opportunities to not only do something for our passengers, but also for the surroundings.